zweiter Anlauf. Ich habe es gerade zuerst erwähnt. Die Microsoft hat sich irgendwann einmal entschlossen, Skype ist zwar ganz gut, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu und wir wollen das mit der Office-Welt ein bisschen verknüpfen. Und wir brauchen ein Pendant zu Zoom, weil Zoom war damals gerade am Anfang der Pandemie eigentlich der Renner oder das Tool für Videokonferenzen. Die sind von knappen 5 Millionen auf 26 Millionen Teilnehmer innerhalb von 3 Wochen gejumpt. Ja. Haben dann auch gewisse Security-Probleme gekriegt, die es zwar dann gelöst haben, aber es ist heute noch ein sehr gutes Tool für Videokonferenzen. Ja. Immer nur top, also auch preislich perfekt. Teams hat sich allerdings ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Also viele von euch werden Teams vielleicht kennen, hauptsächlich in dem Themenbereich Videokonferenzen, wo ihr halt einfach einen Teilnehmer genauso einladet wie bei Zoom. Ja. Kann ich sehr gut aus Outlook herausmachen, kann ich auch aus anderen Programmen herausmachen. Aber Teams hat auch noch einen wesentlichen anderen Vorteil und der liegt darin, dass ich einen gewissen einen sogenannten SharePoint im Hintergrund habe, auf dem ich Dokumente sharen kann, wo ich gewisse Arbeitsgruppen definieren kann. Und der Richard hat wieder dasselbe Problem wie das letzte Mal. Das heißt, ich schalte deine Kamera wieder aus, Richard, weil da haben wir das letzte Mal schon dieses Problem gehabt. Und du kannst dich gerne wieder zuschalten, wenn du möchtest. Und Teams ist einfach wesentlich mehr als nur Videokonferenzsystem. So, und die zweite Geschichte war, ich habe für den Distrikt Österreich Microsoft-Lizenzen organisiert. Das heißt, wir haben im Distrikt eine gewisse Anzahl von Microsoft-Lizenzen zur Verfügung. Microsoft heißt Office 365. Alle Teilnehmer, die heute hier anwesend sind, ja, und die sie noch nicht haben, das betrifft vor allem die Günther, Sonja, Reinhard, ja, werden eine Office 365 Lizenz vom Distrikt zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar eine, die normalerweise 99 Euro kostet. Es ist die Office 365 Web Edition. Wenn ihr eine Desktop-Lizenz braucht, also was heißt das jetzt? Wenn ihr mit der Office 365 arbeitet, müsst ihr mit dem Internet verbunden sein, also mit dieser Lizenz. Ja, das funktioniert über einen Webbrowser. Wenn ihr zusätzlich die Desktop-Version haben wollt, das heißt, ihr seid mit dem Laptop unterwegs und ihr könnt dann nicht damit arbeiten, ja, also seid halt nicht mit dem Internet verbunden, dann braucht ihr die Desktop-Version und diese Desktop-Version kann euch der Distrikt um 50 Euro zur Verfügung stellen, statt 99 Euro pro Jahr. Ja, das ist das Angebot des Distriktes, das könnt ihr nehmen oder nicht. Das bleibt euch überlassen. Für die direkt Verbundenen mit dem Internet kein Problem. Das ist die ganz normale klassische Office 365. Da ist Outlook dabei, da sind Word und Excel dabei und da ist immer Teams dabei. Die könnt ihr kostenlos verwenden. Bis ins Jahr 2032. Dann müssen wir die Lizenz erneuern. Ja? Aber bis dahin steht euch das Programm zur Verfügung. Warum haben wir es jetzt im Distrikt auch genommen? Oder ich mache es einmal anders. Jeder, der es noch nicht hat oder jeder, der es schon bekommen hat, sollte von Microsoft ein nettes E-Mail bekommen haben, wo dann drinnen steht, du wurdest vom Administrator eingeladen, an Microsoft teilzunehmen. Eure E-Mail-Adresse ist der erste Buchstabe des Vornamens, Punkt Nachname, @kivanisk37.onmicrosoft.com. Ist ein bisschen kompliziert. Alle Teams-Anmeldungen, alle Office 365-Anmeldungen haben eben dieses onmicrosoft.com hinten dran. Und dieses Kivanis K37, nachdem Kivanis an sich schon belegt war, ich gehe mal davon aus, dass das von Kivanis international belegt ist, haben wir heute halt das K37 für unseren Distrikt dazu bekommen. Ihr kriegt diesen Link an diejenigen, die noch nicht gekriegt haben, beziehungsweise wenn jemand dabei ist und sagt, ich habe ihn noch nicht gekriegt, obwohl er eigentlich schon in der Zielgruppe war. Also die Sabine Miss hat ihn eigentlich schon gekriegt und ich Ja, auch. Da. mal. Also ich sehe jetzt einmal, der Herbert hat es zuerst gerade gekriegt, ich sehe jetzt Ja. Sonja, Reinhard und Günther Vogel, die noch nicht haben. Ihr kriegt das und dann Ja. klickt ihr unten auf Office 365. Und wenn ihr dann auf diesen Office 365-Button draufgeklickt habt, dann passiert Folgendes. Ihr kommt zum Login von Office
365. Ja? Und da macht es jetzt einfach Folgendes: Ihr sagt es da nur anmelden. Ja? Und mit dem, schaut dann bei euch ein bisschen anders aus. Da müsst ihr dann eintragen, so wie ich es im Herbert zuerst geschickt habe, ja, mit h.eder@q37.onmicrosoft oder in dem Fall dann g.vogel@q37.onmicrosoft.com und dann einfach auf Weiter. Und in diesem ersten E-Mail von Microsoft ist auch dabei das erste Kennwort. Ja? Dieses erste Kennwort tragt es ein. Und darunter dann das Neue, das ihr für euch selbst vergibt. Ja? Ich bin Administrator von Teams, ich habe keinen Zugriff auf eure Kennwörter, so wäre ich gleich. Ja? Ich kann veranlassen, dass euer Kennwort zurückgesetzt wird, wenn es notwendig ist, wenn ihr es vergessen habt. Ja? Aber sonst funktioniert das nicht. Ja? Und dann kommt ihr schlussendlich ein bisschen weiter und irgendwann fragt euch das Programm nach dem sogenannten Microsoft Authenticator. Ja? Der Microsoft Authenticator ist eine relativ simple Geschichte. Das ist auf den Handys, auf den einzelnen, ja? Geht es hier in den jeweiligen, also die iPhone-User gingen in den App Store und die anderen gingen halt in den Play Store oder wie der heißt. Ja? Und ihr sucht den Microsoft Authenticator. Ja? Schreibt sie ganz normal, ich schreibe euch das auch rein, nochmal in den Chat. Microsoft Authenticator. Ja. Den sucht euch, den ladet herunter. Und wenn ihr dann auf dem Startbildschirm am Desktop so weit seid, dann fragt ihr euch einmal wegen der Sicherheit und dann erscheint ein QR-Code. Und in dem Authenticator ist dann rechts oben ein Plus, da klickt es dann drauf und dann fragt er euch ein Geschäfts- oder Schulkonto. Ihr müsst das Geschäfts- oder Schulkonto nehmen und dann fragt er euch den QR-Code kennen. Ja? Und den scannt ihr einfach und dann erteilt es die Genehmigung und dann weiß das System, dass ihr das seid. Das kann euch öfter passieren, also es ist nicht nur einmalig, sondern es ist so diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Das heißt, es kann dann immer kommen. Es ist günstig, wenn ihr das Handy bei euch habt, wenn ihr euch in Teams oder sonst wo anmeldet, weil sonst kann es, wenn es daheim liegt, ganz blöd hergehen. Ja? Aber schlussendlich, wenn alles geklappt hat, ja, und die erste Anmeldung, beziehungsweise dann bei den nächsten Anmeldungen, kommt ihr automatisch auf diese Seite. Das wird euch eine Startseite sein. Ja? Und ihr könnt hier jetzt hergehen, ja, Ilunka? Dieses Authentifikatorzeichen, hast du das als Symbol zum Zeigen? Ja, kann ich dir zeigen. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Schild. Warte mal. Ich dachte, ich hätte das schon runtergeladen, aber ich finde es nicht mehr und ich erkenne das Symbol nicht. Na, du brauchst nur sagen, wenn du auf deinem Handy, also du hast dein iPhone, gell? Dann wisch einmal ganz am Anfang nach rechts und gib oben bei Suchen Authenticator ein. Dann kommt es eh automatisch, wenn du es nicht hast. Ja? Wie schaut das Symbol aus? Das war Schloss. Ein Schloss Genau. mit einem Mandel. Ein Schloss mit einem Genau. Mandel drin. Also, ich habe es gefunden. Wunderbar, ich habe es Okay. gefunden. Danke, 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 danke. Ja, so. Schlussendlich landet ihr auf dieser offiziellen Seite von 365. Was kann man da machen? Ihr könnt hier oben bei diesen neuen Punkten mal draufklicken. Da könnt ihr in alle Programme hineingehen, die euch zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt ein OneDrive mit 1 TB für jeden von euch zur Verfügung. Es gibt PowerPoint, ihr habt SharePoint und Yammer und was weiß ich. Ihr habt ja die Möglichkeit, alle Geschichten euch anzuschauen. Ja, alles, was da drinnen ist, könnt ihr verwenden. Ich habe in einer der Schulungen bereits das mit dem To-Do gemacht. Auf das kommen wir dann nochmal zu, weil wir Aufgaben versenden können an euch alle. Ja? Das heißt, das ist so die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, ihr könnt direkt von hier Word starten, ja, und dann sorgen ein leeres Dokument oder das, was zuletzt geöffnet wurde. Und dann könnt ihr hier
im Prinzip schon in Word arbeiten. Ja, man kann sich das jetzt auf weiß einstellen oder so wie es ich halt mit dem dunklen Hintergrund. Ja, das ist eine Einstellungsgeschichte und dann könnt ihr da ganz normal ein Word-Dokument erarbeiten. Ja? Normalerweise wird dieses Word-Dokument, also man muss speichern runter und wenn man es dann einmal hat, dann wird es automatisch immer wieder gespeichert. Vorteil dieses Word-Dokuments ist, wir könnten jetzt zu zweit in diesem Dokument arbeiten. Ja? Das heißt, da könnte der Tun her, wenn er sich einwählt auch, und wie nachher dann in Teams gibt es halt dann eigene Dokumente und wir können zu zweit, zu dritt, zu zehnt in einem Dokument arbeiten und gleichzeitig drinnen Dinge verändern, ergänzen, was auch immer. Es wird zum Beispiel für die Herren Hamminger und Buchner interessant, wenn es um das Thema Statuten geht, ja, weil das einzige Statutendokument, das dann noch existiert, liegt in Teams. Weil dann kann der Günther Thurnherr und ich darauf zugreifen, wenn wir das Jahrbuch machen, ja, und es gibt nur mehr diese eine Version, die sogar mit Revision, also man sieht da, wer hat es zuletzt bearbeitet und so weiter, das sieht man alles und dann kann man das auch gut nachvollziehen. Ja? Also ihr habt da alle Möglichkeiten hier in den einzelnen Punkten. Ihr habt auch ein komplettes Outlook drinnen. Ja? Ich weiß, das E-Mail ist halt nicht der Burner, ja? Vom Namen her, aber im Prinzip funktioniert es. Also ihr habt da durchaus auch die Möglichkeit, hier Nachrichten zu verschicken, der ganz normale Posteingang, ihr kennt welche Gruppen und so weiter, für euch definieren. Also auch das ist möglich. Gehen wir jetzt zum wichtigsten Punkt und das ist der eigentlich, also Excel, PowerPoint, ihr könnt alles machen mit dieser Office-Lizenz, ja. Aber gehen wir mal zu dem Wichtigen und das ist Teams. Ja. Teams wurde geschaffen, eben um zusammenzuarbeiten. Ja. Mit anderen Personen, wo man Kanäle erstellt, wo man Personen hinzufügt und wo wir ihn schlussendlich auch so ein kleines Wikipedia schlussendlich mal hineinbringen. Alle zusammen, also die nicht im Vorstand sind, kriegen halt nur diesen einen Button, da steckt Kiwanis International, da kann man dann auf Allgemein gehen. Ja. Ich werde dort Bilder hochladen und dort werden auch Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort werden wir die ganzen Logos von den einzelnen Clubs und diese ganzen Geschichten schlussendlich hinaufladen, dass sie die einzelnen Clubs das auch selbst herunterladen können. Warum haben wir jetzt nur zusätzlich was? Ist auch ganz wichtig. Also wir haben ja schon MyKiwanis auf der einen Seite und jetzt kommt noch Teams dazu und was wollt ihr nur alles von uns? Ja? MyKiwanis ist für mich so die Datenbank von Österreich, wo wir A, unsere Daten pflegen, wo die wir hoffentlich auch alle sauber halten, wo wir die ganzen Events hineintragen, die wir alle dann sehen, wie zum Beispiel so eine Veranstaltung, wie wir es da jetzt machen, wo halt gewisse Statistiken dahinter sind. Das heißt, das ist alles, was sich mit Mitgliedern auseinandersetzt. Hier in Teams werden wir die ganzen Informationen ablegen, die man normalerweise auch in ein Archiv ablegen würde. Ja, das heißt, die Monika kann dann schlussendlich hier in diesem, bei Kiwanis International, mache ich da dann einen Unterpunkt, der heißt die Protokolle, und da können alle alten Protokolle hineingespeichert werden. Ja? Und was vor allem für mich interessant ist, oder eins der Punkte, warum es für mich auch wichtig ist, ich habe im Laufe der letzten 12 Jahre extrem viel im Marketingbereich gemacht, ja, die alle bei mir in der Dropbox liegen. Wenn mir was passiert, sei es ein Unfall oder was auch immer, was Schlimmeres, was ich mir erst gar nicht vorstellen will, dann ist das bei mir daheim auch am Rechner, ja, und viel Spaß den Distrikt, diese ganzen Informationen schlussendlich zu erlangen. Ich meine, die Ruth ist dann eh wahrscheinlich auch noch da, aber wenn es uns beide erwischt, wird es ein Problem. Ja? Und ich lade jetzt schon langsam alle diese Dinge in Teams hoch. Das heißt, dass auch andere dann weiterarbeiten können. Das heißt, wir legen nicht nur die ganzen Word- und Excel-Files dort ab, sondern wirklich InDesign-Dateien, Illustrator-Dateien, Photoshop-Dateien, damit wir schlussendlich dann ein gewaltiges Archiv zustande bekommen. Wie schaut es jetzt in der Profi-Version aus oder in der, ja, vielleicht auch noch eines? Es gibt die Teams-Versionen nicht nur im Web, also in jedem Webbrowser zu verwenden,
Spannenderweise wurde mir in einer Schulung mitgeteilt, der schlechteste Browser, der zu verwenden ist, ist der von Microsoft. Da funktioniert Teams meistens nicht. Warum auch immer. Aber jetzt muss ich unterscheiden zwischen den Macintosh-Usern und den PC-Usern. Ja? Die Macintosh-User haben automatisch nur eine Version zum Downloaden. Wie downloadet man das? Oder wie kennt ihr die Desktop-Version dieses Tools herunterladen? Das ist auch relativ einfach. Das zeige ich euch ganz kurz. Was nehmen wir für Bildschirm? Den da. Ihr geht einfach hier oben und sagt teams.com. Ja, mehr ist nicht notwendig. Enter. Und ihr kommt dann hier auf diese Teams-Seite. Wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt einsteigen, könnt ihr euch ja da anmelden. Ja, bei ihrem Konto anmelden ist auch möglich. Ja. Oder aber ihr geht ein Stückchen weiter herunter. Bei dir im Mac war es halt einfacher, Manfred. Ressourcen, glaube ich. Na. Wieso war es bei dir halt so einfach? Das ist schon wieder typisch. Die machen schon wieder einen Unterschied. Ah, Teams herunterladen, Entschuldigung. Also, Teams herunterladen und dann kann ich mir es für den Desktop herunterladen. Ja? Am Macintosh springt es gleich zur richtigen Seite. Warte mal, wie kann ich das? Nein, die Clubs werden gar nicht eingeladen, Richard. Ja? Wir haben insgesamt 300 Lizenzen zur Verfügung. Wir behalten uns diese Lizenz jetzt einmal für den erweiterten Vorstand und alle, die im Distrikt mitarbeiten, beziehungsweise als Geschenk auch für die Teilnehmer, die an solchen Academies teilnehmen. Und dann schauen wir mal, wie viele Lizenzen wir dann noch zur Verfügung haben. Wenn ein einzelner Club kommt, dann habe ich eine Speziallösung, aber dann reden wir extra darüber. Ja? Also, wie gesagt, die Macintosh-User haben ein einziges Programm zur Verfügung. Die PC-User müssen unterscheiden, Teams für zu Hause oder kleine Unternehmen und Teams für Beruf, Schule und Studium. Und die PC-User laden bitte das Teams für Beruf, Schule und Studium herunter, als Desktop-Version. Ja? Herbert, weil ich und Sabine, weil ich sehe, am iPad gibt es Teams genauso. Ja. Ja. Wir sind mit Teams am iPad arbeiten. Das, ja? Also, wie gesagt, ihr könnt auch die Desktop-Version herunterladen und die Desktop-Version schaut jetzt so aus. Wo ist sie? Das ist die da. So schaut dann die Desktop-Version aus. Ja, die kann ein bisschen mehr. Und das ist jetzt auch ein wenig mehr, weil das ist meine Admin-Lizenz, wo ihr seht, dass wir halt verschiedene Kanäle haben. Also, oder mal anders, das sind die sogenannten Teams. Ja? Das heißt, es gibt das Gemeines International Distrikt Austria, das sieht da jeder. EC, sie sehen nur die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands. Board sehen die Mitglieder des restlichen Vorstands, des aktiven und auch des nächsten, weil die wurden schon eingeladen. Und dann gibt es den Bereich Marketing, Redaktion, Academy, das sind die Chairs. Recht und Statuten habe ich heute noch neu hinzugefügt. Ihr kriegt es natürlich auch noch so ein goldenes Logo. Und dann gibt es Usecamp, Clubentwicklung, Convention, Jahrbuch, Mike Ivani, Special Olympics und ganz zum Schluss den gesamten Admin-Bereich. Ja? Also das sind... Archiv dabei. Ne, alles ist der Archivbereich. Ja? Und wir müssen dann definieren, wo du den Zugang hast und wo du halt dann die Dinge ablegst. Das ist dann eine gemeinsame Entscheidung, wo wir die Dinge hinlegen. Ja? Das machen wir in Seitenstädten, oder? Ja. Ich zeige euch jetzt einmal ein Beispiel der Redaktion, wie wir heuer oder welche Möglichkeiten das Tool bietet. Ja? Also es gibt ein Team, das heißt Redaktion. In diesem Team sind ein paar Personen drinnen, eine externe Person, zum Beispiel die Susanne Pollack. Das ist die Tante von der Ruth, die uns diesmal extrem geholfen hat beim Korrekturlesen. Die Gabriele ist drinnen, der Joe ist drinnen und natürlich unser Governor. Ja? Das kann man dann immer anschauen. Immer wo die drei Punkte erscheinen, kann man ja draufklicken. Ja? Und dann kann man sagen, ich würde das Team verwalten oder bearbeiten und mir anschauen, wer ist da überhaupt drinnen. Und darunter gibt es die sogenannten Kanäle. Und einer dieser Kanäle war jetzt die Ausgabe im Februar 2023. Und ihr seht, da sind im Laufe der Zeit diese ganzen Informationen hereingekommen. Also die E-Mails der einzelnen Clubs.
die ich weitergeschickt habe, hierher, weil dann werden nämlich alle Fotos und alle Beiträge gleichzeitig im Archiv gespeichert. Ja, also das ist jetzt in Teams schon gespeichert. Und dann kann ich mir auch noch die Dateien anschauen. Also da oben gibt es dann immer so Reiter und da sehe ich die Ordnerstruktur. Im Prinzip ist das dieselbe Struktur, wie die wir haben bei im Explorer oder im Finder. Ja, das heißt, ich sehe da die eine Convention-Seite, die der Richard gemacht hat. Die ganzen E-Mails werden hier in einem eigenen Ordner abgelegt. Die Originale von den Clubs, die Versandadressen und das sind die PDFs vom Layout, beziehungsweise das ist überhaupt das InDesign-Layout selbst. Ja? Das könnt ihr hier nicht aufmachen, außer ihr habt InDesign. Ja? Und dann gibt es etwas, das nennt sich Tasks und das ist die To-Do-Liste. Die To-Do-Liste haben wir aufbereitet und zwar hat es da Aufgaben gegeben, allgemeine, es hat Erfassen gegeben, es hat Fotos gegeben und dann kann man unten natürlich noch rechts scrollen und ihr seht es da, Korrekturlesen und Satz. Und da sind erledigte Aufgaben, 40 Stück. Und diese erledigten Aufgaben haben dann so ausgeschaut, das heißt, wir sehen hier, da hat es ein Problem mit dem Foto gegeben, der Text wurde erfasst, der Sepp hat es Korrektur gelesen, die Susanne hat es Korrektur gelesen und schlussendlich war es im Satz dann drinnen. Bitte, Manfred. Wenn der muss er drauf. Frage, du sagst, die E-Mails werden abgelegt. Das wird automatisch in diesen Ordnern abgelegt oder muss ich das veranlassen? Nein, es gibt zwei Varianten. Du kannst für jeden dieser Kanäle eine eigene E-Mail-Adresse. Ja? Und die kannst du in deinem Mail-Programm anlegen und sagen, okay, schick mir dieses E-Mail, das ich da gekriegt habe, schick mir das weiter. Ja? Da in diesen Kanal hinein, weil ich möchte die gerne mit meinem Team besprechen. Wenn du etwas mit dem Team besprichst, wie zum Beispiel ihr zwar, der Gerald, du und dann möglicherweise auch der Peter Ferstl, würde ich es hier in dem Bereich Beiträge diskutieren, ja? Weil dann ist für alle sichtbar. Dann verliert sie nämlich auch kein Mail mehr. Ja? Sondern da kann man das in diesem einzelnen Kanal durchaus miteinander besprechen. Ja? Aber wenn die Ilonka zum Beispiel im Usecamp etwas diskutiert, würde ich ihr empfehlen, das hier in diesem Kanal zu machen oder in diesem Team zu machen, weil dann gehen die Dinge nicht verloren. Es gibt auch die Möglichkeit eines eigenen Chats, wie man es halt kennt bei WhatsApp oder wo auch immer, hier zu machen. Ja. Das empfehle ich aber nur für wirkliche private Unterhaltungen. Also wenn ich der Monika schreibe, hallo Monika, wie geht's da? Ja, dann würde ich das hier machen. Alles, was Projekte betrifft, alles, was Chair-Diskussionen betrifft, alles, was irgendwas anderes betrifft, würde ich hier in Teams machen. Ja. Hat nämlich auch den Vorteil, dass wenn jemand von euch ausfällt, ja, ist die Information da immer noch gespeichert. Beantwortet das einmal zumindest ansatzweise deine Frage, Manfred? Ja, ansatzweise schon. Also wenn ich die E-Mails auf meinem normalen Geschäftskonto Office bekomme, ja, dann muss ich selber aktiv werden, um sie da in das Teams, im Mails-Account einzubringen. Ja. Du musst es weiterleiten. Also bei Rechtsstatuten, bei allgemein zum Beispiel, ja, gibt es eine E-Mail-Adresse. Siehst du das da? E-Mail-Adresse abrufen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich kopiere jetzt diese E-Mail-Adresse, die schaut ein bisschen komisch aus, ja, so wie es da siehst. Ich sage es aber kopieren. Und jetzt lege ich in Outlook, das können wir ausprobieren. Ich habe da eher eine E-Mail. Moment. Schauen wir in mein Outlook hinein. Hier ist es. So, und ich sage jetzt hier, ich möchte das jetzt weiterleiten. Ja. Das hab ich hereinbekommen. Ja, ich möchte es gerne. Wo habe ich es? Verdammt, wo ist denn das wieder? Wo ist denn der Button da unten irgendwo, gell? Sehe nichts. Löschen. Ah, da ist es, glaube ich. Ne? Ja. Da ist es. Weiterleiten. Ja. Und hier setze ich diese Adresse ein. Ja. Allgemein Recht und Statuten und sage dann senden. Ja, okay. Dann habe ich diese Information auch bei mir in den allgemeinen Dingen drinnen. Ist schon angekommen. Warte mal. Das ist das da.
Genau. Und du siehst, hier ist dieses E-Mail angekommen. Ja? Jetzt kann ich darauf antworten, kann es intern weiter diskutieren, schau, das ist gekommen oder was auch immer. Ja? Mhm. Ich kann Icons dazu, okay, ich liebe das, wie bei WhatsApp. Ja? Aber der Vorteil ist, ich habe das gesamte E-Mail da zur Verfügung. Ja? Und bei den Dateien sollte jetzt ein eigener Ordner angelegt worden sein mit allen E-Mail-Messages. Ja? Und da steht dieses E-Mail auch drinnen. Das Gesamte. Ja? Das heißt, wir haben da wirklich ein gewaltiges Archiv dahinter, wo wir die Informationen einfach reinspeichern und nicht verlieren. Ja? Gut. Gehen wir nochmal zurück. Das heißt, man muss halt das Einzige, das einmal das E-Mail sozusagen dann hinüberbringen und dann ist drinnen im Archiv. Genau. Und da legt man sich halt in seinen Mailer-Account. Also ich habe zum Beispiel fürs Magazin, die Adresse heißt immer Kiwanis Magazin, ja. Und ich definiere nur jetzt soll es in die Ausgabe Juni 2023 hineinschieben. Ja. Bitte, Manfred. Weil der Gerald sagt, ich muss einmal die E-Mail-Adresse hineingeben. Das verstehe ich schon, dass ich sie einmal speichern muss. Aber wenn ich die E-Mails auf meinen normalen Geschäftsaccount bekomme, muss ich sie jedes Mal, wenn ich sie im Teams-E-Mail-Account haben will, dort hinüberschicken. Das genau. Weiterleiten. Das habe ich ja gemeint, pro Mail ja, einmal hinüberleiten. Genau. Entschuldigung, Herr Kollege. Wobei ich euch beiden empfehlen würde, in dem Fall nicht also wenn ihr zwei untereinander kommuniziert zum Thema Recht und Statuten, würde ich euch Teams empfehlen, ja, weil ihr kennt diese Problematiken, ihr schreibt nur, ja, passt oder ist alles okay und im E-Mail hängt dann dieser ganze Disclaimer dran, ja, der so lang ist, den kein Mensch braucht eigentlich, ja, weil es eher Internetdiskussion ist, dann könnt ihr das da in dem Chatverlauf machen. Ja? Weil ihr habt dieselbe Information auch am Handy, ihr habt es am iPad und ihr habt es eigentlich überall. Ja? Also das sind die Vorteile dahinter. So, gehen wir nochmal zurück zu diesem To-Do. Es wird ein paar Bereiche geben, wo wir einfach auch To-Dos vergeben können. Und ich gehe nochmal zurück auf das. Ja? Ihr seht, das sind die einzelnen Dinge, da sehe ich dann auch, okay, das hat nur mal zur Überprüfung müssen, also da gibt es eigene gewisse Stati, da hat auch die Gabriele-Korrektur gelesen und wir haben auch den Vorteil, wir können hier noch OneNote dazu hängen. Ja? Das ist jetzt der Link zu OneNote, das heißt, wenn ich da draufklicke, bin ich automatisch, deckt ihr das noch? Mhm. Ja. In unserem OneNote-Bereich drinnen. Wo der ganze Artikel drinnen steht. Also das ist jetzt unser Redaktionssystem dahinter. Ja? Also es gibt da diese Verknüpfung, die in alle Richtungen geht und die eigentlich sehr gut funktioniert. Ja? Ich sehe nur den grünen Rahmen nicht rundherum. Das macht mich ein bisschen nervös. Daher probiere ich es noch einmal. Ah ja, ich war ja in der Originalausgabe. Wo waren wir? Okay. Lieber Sepp, eine Frage. Ja. Du mit deinem immensen Wissen in Sachen Marketing, gibt es einen zweiten in unserem Distrikt, der annähernd dein Wissen hat? Wahrscheinlich. Who? Das weiß ich nicht. Könntest du bitte dafür sorgen, dass das gesichert ist? Weil ja. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja, und jetzt hörst du schon wieder den Juristen aus mir. Ja, es ist ja genau der Grund. Das ist genau der Grund, Manfred. Ja? Weil wir haben zum Beispiel, und das ist da so eine Geschichte, wir haben die Sache mit den Verträgen. Ja? Ja. Wir haben, und das ist, ihr seht ja überall dort, wo ein Schloss dabei ist, das ist nur einem bestimmten Userkreis zugänglich. Ja? Aber hier in diesen Verträgen liegen zum Beispiel der Vertrag von der Polycom. Ja. Ja? Da kommen die Special Olympics rein, die sind unten dann auch noch einmal. Also solche Dinge, die irgendwo im Distrikt herumschweben. Ja? Und da muss man wirklich sagen, die sind teilweise bei Uralt-Governern, ja, also die vor Jahrzehnten was gemacht haben, ja, teilweise vom letzten Governor ist noch was irgendwo, ja, aber wir haben es nirgends zentral. Wenn einem von uns was passiert, haben wir ein echtes Problem manchmal. Ja? Absolut, absolut. Und daher werden diese ganzen Dinge hier gesammelt. Wir haben zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, eine Ressourcensammlung. Das heißt, wir haben eine Inventurverzeichnis. Ja?
auch neu, haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Ja, das heißt, ich kann jetzt reinschauen und sagen, okay, das Konferenzsystem, ja, das ich gekauft habe, jeweils ein Stück, das sind die Bestandteile, so und so viel hat es gekostet und das ist momentan bei mir. Ja? Und die anderen Schichten, wie zum Beispiel die Preise, die Ehrenpreise, da haben wir noch neue, die liegen beim Erich Hofmacher. Ja? Also wir wissen jetzt ganz genau, wo diese Dinge auch teilweise wirklich sind. Und dann sieht man nämlich auch, was wir alles haben. Ja? Wir haben da Sitzwürfel, wir haben da Teppiche, wir haben einen Messestand, wir haben Blow-ups. Ja? Bis jetzt haben wir das alles nicht gewusst. Jetzt wissen wir es. Ja? Und wenn das dann hinausgeht, dann geht man halt rein und sagt, okay, das ist der Artikel, der Sitzwürfel, der hat jetzt einen anderen Besitzer, ja, das wird jetzt demnächst, das kann ich ja dann bearbeiten, da. Ich darf es nicht bearbeiten, darf nur der Admin bearbeiten, ja. Ihr seht, da haben wir eine gewisse Sicherheit dahinter, aber ich weiß, das liegt momentan und dann trage ich halt ein, weil ich habe da zum Beispiel bei den Fahnen, ja, wir haben die Governor-Fahne wieder gefunden, da haben wir eine lange nicht gewusst, was ist, ja. Die Governor-Fahne ist jetzt momentan beim Franz Nagelseder. Ja. Ja, wer hat denn die wieder verschlammt? Ja, die haben wir gar nicht verschlammt. ich habe damals nach der Europa-Convention alles einpackt am nächsten Tag, brav auf eine Paletten gestellt und die Paletten ist zum Dietmar Freudenthaler gegangen und tut das gegen. Ganz ja, einfach. Aber wenn sich natürlich keiner mehr erinnert, wo es ist, ja, dann haben wir ein Problem. Jetzt wissen wir, der Franz Nagelseder hat es gleich direkt mitgenommen. Ja? Also momentan hat er alle drei Fahnen. Also für das ist Teams halt da. Ja? Dann wird es den Bereich, oder dann gibt es die Bereiche zum Beispiel von den Lieutenant Governor, das war die Schulung von, wo die Sabine und wo die Sabine dabei war, ja? Die bekommt dort hinein, die findet alle Fotos von sich, ja? Die ich aufgenommen habe. Ja? Das ist halt ein Bereich, der halt nur für die, in dem Fall nur für die Schulung zuständig ist. Aber in den Bereich Bilder werden wir natürlich die anderen Bilder hineinladen, die wir so im Laufe bei Board Meetings oder Veranstaltungen oder was auch immer machen, hineinbekommen. So, jetzt zu dem Bereich EC und Board, ja, weil ein paar ECs und Board auch hier sind. Auch hier ist es so, dass wir die Protokolle drinnen haben, ja. Also der Kali kann da, unser Sekretär, schreibt hier bereits die ersten Protokolle, ja, und die kann man es da anschauen. Und wenn sie dann vom Governor genehmigt wurden, ja, weil der kann es nämlich auch, der braucht nur da reingehen, da Korrektur vornehmen oder sagt, passt, wird in ein PDF umgewandelt und das fertige PDF wird auf Mike Ivanis hochgeladen, ja, weil dieses Teams nicht für alle ist. Wie gesagt, wir haben eine begrenzte Anzahl von Gratis-Lizenzen, die uns zur Verfügung stellen. Und Mike Ivanis ist halt für alle. Also die ganzen neuen Sachen kommen alle auf Mike Ivanis, wenn sie dann fertig sind. Das ist der Unterschied. Ja? Im Bereich Marketing haben wir zum Beispiel jetzt den Bereich Print. Da kommt jetzt alles hinein in den Dateien, was halt so passiert ist. Da kann ich dann auch noch kategorisieren. Ja. Da sind teilweise die Kiwanis-Logos drinnen, die Neumitglieder, die Schecks. All das wird schon hier gemacht. Das heißt, wenn ein Neumitglied kommt, dann ist es so, dass hier bereits das Neumitglieder-PDF mit drinnen ist. Ja. Genauso Facebook, da sind auch die einzelnen Posts drinnen. Beim letzten Board-Meeting habe ich es ja schon hergezeigt. Ja. Das heißt, es gibt da Posts zur History, für Charity, warum hast du gewusst und so weiter. Das wird jetzt schon alles in Teams gemacht. Weil Vorteil, ich kann das Ganze mit einem OneDrive verknüpfen. Das heißt, Rechnung, Statuten, ja, ihr könnt jetzt hergehen, am Ende des Tages, ja, gehen wir auf Rechte und Statuten. Und hier bei Allgemein, ihr müsst halt sagen, das können wir auch umbenennen, das bleibt euch überlassen. Ja. Und ihr geht dann da hinten auf Dateien und ihr sagt, eine Verknüpfung mit OneDrive hinzufügen. Und dann habt ihr am Desktop oder auf eurem Rechner einen Ordner, der heißt halt OneDrive.
Und ihr kennt dort, habt ihr dieselben Dokumente im Prinzip zu eurer Verfügung. Wenn ihr etwas ändert, müsst ihr am Ende dann sagen, synchronisieren und dann wird das Ganze neuerlich abgelodet Richtung Wolke, Richtung Cloud. Ja? Aber das erkläre ich dann einmal, wenn wir so weit sind, wie es dann tatsächlich funktioniert. Dann habe ich zwei Clouds, eine Mac Cloud und eine OneDrive Cloud. Ja. Okay. Aber das ist kein Problem, ich habe meine persönliche Cloud, ja. Ich werde demnächst noch eine zusätzliche Cloud haben von meinem Wiener Club, ich habe eine von Lenzia und ich habe halt die von District. Ja? Und im District kannst du dir die Ordnung so definieren, wie du sie haben möchtest. Jetzt sage ich das auch ganz kurz. Na, wo ist er? Da ist es. Da rüber. So, dann schauen wir da einmal. Das ist mein, und da gibt es die Dropbox und da unten habe ich halt den OneDrive von Kubernetes International, ja, mit meinen Kanälen, die ich auch benennen kann, wie ich es gern haben möchte. Und da ist zum Beispiel die vom Jahrbuch, die vom letzten Jahrbuch und jetzt vom neuen Jahrbuch und da sind schon alle Dokumente drinnen. Ja. Ich kann da jetzt arbeiten drauf und dann, wenn ich sage synchronisieren, wird es automatisch wieder in die Cloud zusätzlich gespeichert. Ja? Schön, wenn man so eine Ordnung hat. Mhm. Das stimmt, ja. Der ist nur zu faul zum Suchen. Ganz nein, ich kann euch einen Tipp geben für die Ordnung, ja? Nur damit ihr mein System ein bisschen versteht. Und wie das auch funktioniert jetzt auch hier bei Kubernetes. Die einzelnen Ordner haben eine Systematik. Ihr kennt das, die Problematik, die Mac-User haben immer ein Underline vorn, ja, damit es die richtige Sortierung zusammenbringt. Im Prinzip ist es ganz einfach. Eine dreistellige Nummer vorne weg. Dreistellig, weil es meistens dann auch, weil es einfach ist, dann auch plötzlich einen Unterordner noch reinzuschieben an eine andere Position. Ja. Und dreistellig, dann kann ich meine Ordnung, wie ich sie gerne haben möchte, relativ simpel definieren. Das heißt 00 Texte, Fotos, Vorlagen, Zwischenversionen. Ja. Weil normalerweise war Zwischenversionen ganz unten, ja, und ja, durch Druck irgendwo weiter oben, aber das brauche ich nicht. Ich will halt anders arbeiten. Das ist die eine Art der Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, wir beginnen, und das habe ich dem Kali jetzt einreden dürfen, ich sage es da auch, Protokolle Board und Protokolle EC. Und hier ist es so, dass ich beginne, die Jahreszahl, zwei Stellen reichen völlig aus, ja, Monat und Tag. Genau. Und dann ist es mit Minus, dann ist, um was geht's, in dem Fall DVS, ja, Distriktvorstandssitzung, und dann ist entweder Tagesordnung, Protokoll, was auch immer. Ja. Mit dieser Sortierung des Datums komme ich relativ schnell in den Bereich, weil meistens weiß man eh ungefähr, wann man es gemacht hat. Ja. Vor allem, wenn man eine Bordsitzung gehabt hat. Ja, dann weiß ich, okay, die war im Dezember, dann weiß ich, 23.12. Ja. Und so habe ich im Prinzip alle meine Dokumente durchnummeriert, ja, und ich finde es relativ leicht, weil wenn ich sie nicht nach dem Datum finde, dann muss ich es wirklich suchen. Ja. Aber in dem Fall, solange ich so die Übersicht habe, dann ist es relativ einfach. Ich kann euch das auch sagen bei meinem Kubernetes-Ordner in der Dropbox. Ja. Ihr seht es da, grundsätzlich ist meine Clubs, der Distrikt Europa und so weiter. Und im Distrikt gibt es halt dann den Themenbereich Governor, Internet, Marketing, Schulung, Shop und so weiter. Und im Marketing gibt es die allgemeinen, das sind halt die 0-0. Und dann, wenn es wirklich ein Jahr betrifft, dann sind es halt die 2020 Neumitglieder oder 2022 der Folder. Und ganz unten sind die speziellen, die wirklich ein Datum haben. Ja. Und dann ist die Sortierung genauso, wie ihr sie haben wollt. Ihr müsst nur anfangen und das dann auch durchziehen. Sonst wird es problematisch. Ja. Also eine Mischform, ganz schlecht. Gut. Ja, nur mal zurück zu Teams an sich. Das war jetzt halt allgemein. Also jeder von euch, das betrifft vor allem, ja, Ilonka, bitte.
Ich frage jetzt trotzdem was ganz ketzerisch. Also, dass das eine ordentliche Ablegung ist, das stelle ich nicht ganz in Frage. Und der Vorteil, den ich jetzt was von dem, was du gerade erzählt hast, sehe, ist, dass wir gemeinsam in Dokumenten arbeiten können. Aber das Ablagesystem, hätte es das nicht theoretisch auch in MyKivanis? Ja, das Problem ist, dass das auch extrem kompliziert ist, weil man teilweise, zumindest ist das meine Erfahrung, haben wir das irgendwem schicken müssen, ja, der es uploaden hat dürfen. Punkt Nummer B, wir können nicht direkt ein Protokoll durchschreiben. Ja, also das, und das ist halt, MyKivanis ist für mich eine reine Ablage. Ja, Hey, aber eben von der Ablage her, das wäre theoretisch wahrscheinlich mit nein, nein. Mike alles. Es wird ja auch noch abgelegt auf MyKivanis, ja, weil zum Beispiel Protokoll von einem Board-Meeting legen wir sehr wohl nur auf MyKivanis ab, weil, wie gesagt, das Teams ist ja nur für einen gewissen, ich würde jetzt nicht sagen, einen privilegierten Circle, ja, sondern es ist eh für jeden, der es gern haben möchte, kriegt er die Einladung. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass wir viele Dinge einfach nicht also für uns jetzt, für die zum Beispiel im Usecamp-Bereich, ist es natürlich einfacher, weil du hast ein Team und mit dem kannst du arbeiten. Ja? Und ich komme gerne nochmal auf die Aufgaben zurück. Ja? Clubentwicklung, die Convention, ja? Die kann dort Listen ablegen, die können Excel-Files ablegen. Ja? Wir haben ja immer das Problem, dass wir das Rad jedes Jahr neu erfinden. Ja? Sepp, nur ganz kurz. Also auf MyKivanis legen wir all jene Dokumente ab, die für 2500 Mitglieder zugänglich sein sollen. Genau. Das ist das Grundprinzip. Sind Genau so ist es. denn bei MyKivanis führt alle Mitglieder die Protokolle des Distriktvorstands von allen Jahren einsichtlich? Ja. Also ich kann jetzt hergehen und ein Vorstandsprotokoll von vor 3 Jahren nachlesen, theoretisch, wenn es abgespeichert Ja. worden ist. Ja. Okay. Und es sollte auch alles abgespeichert werden, sein, nämlich auch in Verbindung zum direkten Anlass. Das heißt, hier ist ja der Vorteil, dass du unter Anlass im Endeffekt alles drauf hast, vor dem Anlass, während des Anlasses und nach dem Nach dem Anlass. Anlass. Genau. Ja, also Aber das MyKivanis. ist dann statisch, nicht? Wie der Sepp schon gesagt hat, ist im Endeffekt, werden die Protokolle geschrieben, erarbeitet, ja, und dann steht das Protokoll und dann gehört es einfach auf MyKivanis zum Anlass aufgeladen. Genau. Für die Bearbeitung, wenn ich etwas sie zwischen Sekretär und Governor hin und her schicken will, wäre wieder das Teams natürlich das Bessere oder überhaupt das einzig Mögliche. Also das, da muss ich sagen, das finde ich genial, dass du das jetzt heute so machen kannst. Mit der Dropbox ging das ja nur bedingt. Ja, immer wenn einer gearbeitet hat, dann mit dem Hin- und Herspeichern bist du entweder rausgeflogen oder weiß ich nicht. Also wenn das Genau. funktioniert, ist das sensationell, ja. Nur Ja. eben für die Ablage zum Abspeichern, wenn sie in Teams noch liegen und mit MyKivanis auch einsichtlich sind, ist ja die Frage, ob das nicht dann doppelt geführt ist. Naja, es ist insofern doppelt geführt, weil wir, ja, aber ich habe keine Möglichkeit, das für 2500 Mitglieder öffentlich zu machen. Ja? Und das ist halt der Nachteil in dem Fall von Microsoft, beziehungsweise wir können es auch anschaffen für alle, ja, aber das macht keinen Sinn. Ja? Sondern es geht nur darum, dass wir hier, ich meine, auf der einen Seite ist das, dieses, ich nenne das jetzt einmal statische Bereich, ja, das sind Protokolle, die legt man einfach einmal ab. Aber viel wesentlicher für mich ist dieser lebende Teil und das sind halt dann diese Dinge da herunten, wie das Marketing, die Academy und so weiter, ja, wo einfach die ganzen Informationen immer hochgespeichert werden. Ja. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, Lanka, ja. Bei dir Jugendcamp. Ja. Du hast im Jugendcamp, hast du momentan drinnen im Verwalten also ich bin momentan noch überall drinnen, ja, und der Du wärst Franz. sowieso dabei, weil du als Team, als Trainer Ja, mit dabei bist. Du ja. darfst dich So. da gern dazugehörig fühlen. Und der Lukas zum Beispiel. Ja, so. Und jetzt kommt der spannende Teil. Der spannende Teil nämlich heißt To Do. Und normalerweise kennt ihr das vielleicht vom Projektmanagement. Ja. Es gibt so offene Aufgaben, die in Bearbeitung sind und die fertig sind. Ja? Und ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich vergebe jetzt eine neue Aufgabe.
Diese neue Aufgabe heißt Urlaub. Ja, kannst ja konkret machen. Du kannst ja sagen, neues Rechnungsformular. Okay, neues Rechnungsformular. Ja, kannst du es fertig sein? Dritte, schreibe dritte. Okay, ja. Und jetzt kann ich es einer Person zuweisen. Wer macht's denn? Na, jetzt von Richard Stocker, aber der ist nicht mit im Team. Nein, okay, gut. Also trag mich ein. Es geht ja um ein Beispiel, trag mich ein. Nein, Ja. ich mache einmal mich, weil dann seht ihr nämlich auch das Beispiel dahin. Also du kannst da zwei Leine tragen. Ja? So. Und jetzt sage ich mal Aufgabe hinzufügen. So, jetzt ist die Aufgabe mal da, die kann ich natürlich erweitern, ja, indem ich da drauf gehe und sage, okay, ich hätte gerne nur eine Bezeichnung dazu, rosa, grün, was auch immer. Du kannst dann definieren, was das heißen soll. Wie du zuerst gesehen hast in der Redaktion, wo es halt Susanne, Gabriele, wie auch immer das liest und so weiter. Ja? Du kannst sagen, ja, das ist offen in Bearbeitung und fertig. Das sind die sogenannten Buckets, die da oben stehen. Der Status ist, ich habe noch nicht begonnen. Ja? Priorität, mittelhoch, Startdatum, was auch immer, da kannst du eine Beschreibung einfügen. Du kannst auch eine Checkliste hinzufügen. Ja? Was heißt ich, zuerst einmal Überlegung Preis, ja. Dann haben wir noch, was weiß ich, Definition Seite, was auch immer, ja. Und ich sage jetzt einmal, okay, die Überlegung Preis ist schon erledigt. Das heißt, du siehst da draußen schon, ein Punkt von zwei sind schon erledigt, ja. Du kannst noch Anlagen hinzufügen und, und. Ja. So. Und nachdem wir zwar das jetzt bekommen haben, du kannst die Aufgabe dann auch kopieren und, ja. Okay. So, und jetzt ist diese Aufgabe bei mir in der To-Do-Listen erschienen. Ja. Das hat nämlich den Vorteil, du bekommst ein E-Mail, diese Aufgabe wurde dir zugeordnet. Wo ich jetzt nur kämpfe, ist, dass ich diese Aufgabe nicht nur hier im Microsoft Office-Paket drinnen habe, sondern dass ihr Weiterleitung installiert zu eurer Privatadresse, was noch nicht ganz funktioniert. Da kämpfe ich noch, ja, damit ihr das auch seht. Aber im Prinzip ist es so, dass ihr gerade am iPad oder iPhone oder wo auch immer dieses, ich nehme jetzt den Herbert, weil der ganz oben ist bei mir, ja. Herbert, du kannst, wenn du ein neues E-Mail in deinem Konto anlegst, ja, sagst du einfach Office 365 oder Exchange 365, irgendwie so Office 365, glaube ich. Gibst diese E-Mail-Adresse an und dann hast du automatisch diesen Outlook-Account integriert. Ja? Das heißt, du siehst da die E-Mails. Bei Teams ist es so, ihr kriegt automatisch eine Verständigung, sobald ihr in Teams drinnen seid. Also alle, die Teams am iPhone installiert haben, und das würde ich euch empfehlen, also am Handy, sehen dann automatisch wie bei WhatsApp eine Nachricht, eine kleine, und ihr seht es dann bei den Aktivitäten, dass hier. Also das sind jetzt einmal nur die Ungelesenen und ihr seht, der Günther hat einmal geantwortet, der hat schon, wir nutzen das schon, ja, und das sind die ganzen Geschichten, die da schon herinnen sind, ja. So, gehe wieder zurück. Ja, also das ist die Geschichte mit den Aufgaben. Ihr könnt es aber hergehen, wenn ihr sagt, ihr wollt da drinnen nur zusätzliche irgendwelche Registerkarten haben. Ihr könnt alles, was das System bietet, auch dazu hängen. Ja? Flowcharts, Wiki, und das war die Geschichte, wo ich zuerst gesagt habe, es wird dort auch ein, so eine Wikipedia geben, also alle Fragen, die so im Laufe der Zeit auftauchen, werden wir halt da auch drinnen abhandeln. Ja? Ihr könnt da ein PowerPoint reinhängen, ihr kennt Visio, ja, also Visio ist diese Flowchart im Prinzip, ihr könnt ein OneNote dazu hängen, ihr könnt Forms dazu hängen und. All das ist möglich, dass man dieses Registerkarte hinzufügt. Sonder. Ja, und da, das kann ich mir dann als Liste anschauen, das kann ich mir als Diagramm anschauen. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ja. Und irgendwann, wenn der Sepp sagt, ja, ich habe das erledigt, dann kriegst du auch die Rückmeldung automatisch. Und das kann ich ja dann sagen, okay, das ist schon in Bearbeitung, dann schiebe ich es einfach darüber. Ja.
Das war erledigt, dieses 1, 2 da unten. Ja, neues Rechnungsformular. Das ist der Sinn von Teams bei uns im Distrikt. Danke. Ja, und wie gesagt, die wenigen Anwesenden, die heute halt nicht im Board oder im Distrikt mitarbeiten, kriegen das jetzt da. Das mache ich jetzt dann gleich. Ich suche mir dann noch Reinhard, habe ich die schon? Schreibt es mir bitte in den, also Sonja, Reinhard und Günther, schreibt es mir bitte eure E-Mails geschwind nur in den Chat hinein, weil dann habe ich das auch noch. Alle anderen müssen die Einladung schon gekriegt haben. Außer sagt mir jetzt eine, hat es noch nicht bekommen, dann schicke ich es nur mehr aus. Also, Sepp, wie du weißt, agiere ich ja mit fremdem Computer im Moment. Ich Ja. weiß, dass ich das von dir gekriegt habe, gesehen habe ich es, aber ich habe es noch nicht installiert. Verfällt es, wenn du die Einladung Ah, schickst? na. Weil ich kriege in den nächsten 2, 3 Tagen einen neuen Computer und dann würde ich Na. es erst Wenn du es installieren. nicht kriegst, dann schicke ich das, dann sagst du es einfach, dann schicke ich es nur mehr aus. Okay, Ja. alles klar, danke. Gut. Ja, und dann diejenigen, die, also das können wir auch gleich machen, damit sie das seht im Hintergrund, ein sehr mächtiges Tool, ja. Die User werden einfach angelegt und ihr seht, wir haben da schon einige User im System drinnen, die ihr dann auch alle anschreiben könnt, direkt, ja. Und wenn man diesen Benutzer hinzufügt, wie zum Beispiel den Reinhard Mesa, ja, und Mesa, ja. Und da unten kriegst du das an deine Privatadresse. Benutzername R-E-Wer-Punkt. R-E-Punkt, oder? Na, R-Punkt. Einfach nur Okay, passt. Passt, ja. R-Punkt Leser, ja. Und du kriegst von mir jetzt diese Business Basic Lizenz dazu und damit ist das schon wieder erledigt. Ja. Okay, Dankeschön. Und die anderen, je nachdem, in welcher Gruppe sie mitarbeiten, die teile ich dann noch zusätzlich ein. Ja. Sonja und Günther, die mache ich dann auch gleich. Ja. Also kein Gut. nur Beispiel. Also ihr kriegt es dann heute Abend noch dieses E-Mail. Join in, have fun. Ja. Okay. Momentan, ihr seht, wir haben nur 250 Lizenzen zur Verfügung. Bin ich nur ein bisschen großzügig. Irgendwann müssen wir dann eher auf die Bremsen steigen, weil dann wird es zu viel. Aber immerhin haben wir mal die 300 Lizenzen. Und wie gesagt, wenn jemand die volle Lizenz braucht, das heißt eine Lizenz, die er halt offline verwenden möchte, müssen wir es auch sagen, dann können wir das machen. Dann verrechnet der Distrikt aber dieser Person 50 Euro. Statt 99 offiziell. Soweit, so gut. Alles klar. Nur irgendwelche Fragen? Gerhard, du arbeitest schon am längsten mit Teams. Fällt dir noch irgendwas? Zurzeit nicht wirklich was, aber eine Frage, was meine Person anlangt. Ich habe Teams, ja. Das heißt, was müsste ich jetzt eigentlich noch machen? Ich brauche halt eigentlich nur mal das Microsoft-Konto, gell? Das Genau. eigene. Das hätte ich dir eigentlich schon geschickt, aber ich kann das gerne nur mal schicken. Ups. Nein, ist ja kein Problem. Auch die BizChoice-User, weil die Governor kriegen ja die volle Lizenz, also auch die Pass-Governor kriegen die volle Lizenz. Wow. Sind ja lauter Das ist, Passgaber ja, genau. da. Weil ich glaube, dass das, ich meine, nachdem ihr die Zeit zur Verfügung gestellt habt und so. Wir haben auch diese Lizenzen ein paar zur Verfügung, ja, und das geht sie aus. Ja. Und damit hast du auch die volle Lizenz. Also wenn du eine private Lizenz hast, kannst du das schmeißen. Der Franz Nagelseder hat sogar von seinem OneDrive auf den neuen OneDrive alle Daten rübergeschaut, und das ist auch kein Problem. Super. Gut. Perfekt. Noch Fragen? Von eurer Seite? Kann man da mit dem arbeiten? Ja, das ist immer das Hauptproblem, ja. Das Arbeiten damit, ja. Wir haben ja vor Jahren einmal angefangen,
Slack hat eine ähnliche Funktionalität gehabt. Ja. Nur das hat das Zusammenspiel mit Microsoft noch nicht so funktioniert. Mhm. Und das ist jetzt halt die Kombination. Also auf der einen Seite Slack mit mehr als Zoom. Ja. Apropos natürlich, das ist auch noch eine Geschichte. Ihr kennt es natürlich aus diesem Bereich heraus, zum Beispiel Chat, ja, und ihr seht, andere Person ist möglicherweise da, könnt ihr natürlich auch hier direkt ein Teams-Call, also eine Besprechung starten. Ja. Ihr kennt es auch im Teams-Kanal. Ja. Da heroben ist dieser Button Besprechung und dann sage ich, okay, ich hätte jetzt gerne eine Besprechung gestartet, ja, anstatt im Prinzip die Kamera-Version. Das seht ihr jetzt nicht. Jetzt habe ich den ganzen Bildschirm frei. Das ist der. Ja. Dann startet Teams, ja, und ihr kennt, also der klassische Teams, das, was man als Konferenzsystem sieht, ja, und dann kennt ihr dort halt jetzt teilnehmen oder jetzt eine Besprechung starten, ja, und die anderen einladen dazu. Also da gibt es mehrere Varianten und viele einfache, das ist halt dann der Chat-Bereich. Die Academy wird der Einfachheit halber auf Zoom bleiben, mhm. Ja, weil das Videosystem viel, viel besser ist als bei Teams. Ja. Mhm. Das haben wir schon mehrere Leute bestätigt. Gerhard, du glaube ich auch schon. Ja. Und deinem Nicken entnehme ich das. Ich habe einen Unikurs gemacht auf Teams, das war furchtbar. Ja. Also die Gruppen haben nicht richtig funktioniert und das sind auch Profis gewesen, die das installiert haben. Ja. Aber wenn du so Teilnehmer hast, die ungeübt sind, ist Teams ein bisschen problematisch. Und eins kommt dazu, du musst ein Teams, also du musst ein Microsoft-Konto haben. Ja? Sonst funktioniert es gar nicht. Mhm. Auch Problematik. Ja? Und jetzt in dem Fall bleiben wir auf Zoom und dann passt es. Bitte, Sabine. Ich hätte noch eine Frage, wie schaut es denn datenschutzrechtlich aus mit den ganzen Protokollen, zum Beispiel, die abgelegt werden? Hat sich da schon wer Gedanken gemacht? Ja, es ist sehr einfach, nachdem wir nur berechtigte Mitglieder in diesen Bereich hineinlassen, die ihr Kennwort haben, ist datenschutzrechtlich alles in Ordnung. Okay, danke. Also, du kriegst von mir zugewiesen, in welche Bereiche du hinein darfst. Ja? Mhm. Also, du siehst zum Beispiel, du siehst zwar, wenn du hineingehst, Kiwanis International, sage ich dann einmal. Also du siehst, wenn du hineingehst, siehst du Ressourcenbilder und allgemein, du siehst zum Beispiel auch die Lieutenant Governor Info, ja, ja, weil du eben für diesen Kanal Mitglied bist. Du bist ja ein eigenes Mitglied, ja, du siehst, da stehst du drinnen. Also die Mitglieder dürfen diesen Ordner anschauen. Ja. Mhm. Alle anderen nicht. Die haben zwar alle dieses Team, ja, aber da darfst du nur eine schauen. Bei den Verträgen ist es wieder anders. Ja? Also man kann das sehr wohl steuern. Okay. Gilt dann das nur für ein Jahr bei den Lieutenants? Ja. Also wir haben es jetzt so gemacht, die Lieutenants, die aktiven Lieutenants und die im nächsten Jahr können schon ins Board hineinschauen und dann fallen die aktiven einmal aus dem Board hinaus, ja? Sind aber nach wie vor oder haben nach wie vor die Lizenz zur Verfügung. Bitte, Manfred. Datenschutzrechtlich ist es insofern einfach gelöst. Erstens hat jedes Mitglied erklärt zu seinem Datenbankmanager, dass die Daten weitergegeben werden dürfen an den Distrikt. Und damit ist also einmal die erste Hürde gelöst. Und zum Zweiten, wie du richtig gesagt hast, Sepp, dass das in einem geschlossenen Kreis ist. Daher dürfen diese Daten der Teilnehmer in diesem geschlossenen Kreis weitergegeben werden. Genau. Es haben zwar, wie zum Beispiel die Susanne Pollack, ist eine Externe, die Zugriff auf das System hat, aber die darf zum Beispiel nur in die Redaktion hinein. Ja? Und da werden halt diese Dinge, also werden nicht allgemeine Dinge geshared, sondern halt nur das, was die Redaktion betrifft. Ja? Sonst noch Fragen? Was war die Susanne, wenn sie lesen darf oder besser gesagt die Kontrolle macht? Das wäre ja so. Die war, die hat Deutsch und Französisch gehabt. Perfekt, danke.
Sepp, ab wann ist denn die Schulung praktisch abrufbar, dass man das Ganze nochmal im Nachhinein nochmal nachvollziehen kann? Ich schaue mal, ob ich die bis morgen schaffe. Ob sonst nicht. Nein, aber ab nächster Woche, oder? Ab nächster Woche. Ja. Ja, passt gut. Sehr gut. Ja. Ja, also vielen herzlichen Dank auch für einen langsamen Spanner. Sehr gut vorgetragen, erklärt. Man kommt okay. Mit. Dankeschön. Gut. Wenn einer von euch Probleme bei der Anmeldung hat, bitte sagt es mir Bescheid. Ja, ich habe es heute mit Manfred gemeinsam über TeamViewer gelöst. Lieber ist mir Anydesk, aber das obliegt euch. Ich muss ja den zweiten Rechner auspacken. Ja. Weil ich kein TeamViewer-Fan bin, Manfred, wenn man so. Also, du bist kein Anydesk-Fan, aber. Du wirst es auch noch lernen, den TeamViewer. Nein, mit dem habe ich angefangen, Manfred. Ist er dann irgendwann am Geist gegangen, weil er nicht funktioniert hat. Ja. Aber bei mir funktioniert er noch immer. Ja, dann passt ja. Passt ja. Bei mir funktioniert der TeamViewer auch immer noch sehr gut. Also ich bin ja flexibel, ich kann ja mit manchmal kann ich es auch telefonisch lösen. Also das funktioniert schon. Nein, aber wenn es Probleme habt, bitte sagt es mir Bescheid. Ja. Die wirkliche Hürde für euch wird wahrscheinlich diese Kombination mit dem Authenticator sein. Ja. Aber das ist relativ simpel. Ihr klickt einfach immer weiter, 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 bis der QR-Code am Bildschirm ist und dann braucht ihr einen Authenticator. Ja. Wobei vielleicht zum Indicator noch ergänzend, das geht ja auch über SMS. Nein, geht übers Internet. Also du musst nicht... Entschuldigung, ich habe mehrere auf der FH Joanneum, auf FH Kärnten und so weiter. Und da kann ich mir aussuchen und ich kann mir auch SMS zuschicken lassen. Ach so, okay, gut. Das kann sein, ja. Aber dann musst du natürlich deine Nummer hinterlegen. Code und musst dann praktisch per SMS einen vierstelligen Code und den musst dann am Desktop praktisch eingeben. Ja, aber dann musst du natürlich wieder die Telefonnummer hinterlegen. Ja. Das ist natürlich der Nachteil. Ja, ja. Das andere funktioniert halt über das Internet und damit ist eher die Problematik dieser ganzen Geschichte nicht so gegeben. Aber du hast recht, man kann sich auch ganz gut machen. Auch von meiner Seite, danke Sepp, super. Danke auch. Ja. Danke, war sehr spannend, ja. Kann man sicher gut machen. Danke vielmals, Sepp. Immer gerne.